Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Silent. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode Destiny 2, wieder mal aus dem Schmelztiegel PvP-Action. Ich spiele heute mit dem Mida-Multigewehr und nicht mit dem Mida-Mini-Werkzeug als Secondary, sondern mit einer Handfeuerwaffe, die ich ein bisschen ausprobieren wollte, ob die was taugt. Und ja, ich glaube, dass ich euch in diesem Match ganz gut zeigen kann, wie gut das Mida-Tool denn funktionieren kann, wenn man es richtig spielt, wenn man auf Geschwindigkeit spielt und durch die Map flitzt. Und ja, das Ganze hat ein bisschen komisch angefangen. Hier war irgendwie nur ein Gegner, wie ihr oben sehen könnt. Das wird sich aber gleich ändern. Ihr seht gerade unten schon, dass ein zweiter Gegner eigentlich gerade schon mit dabei ist, mit eingestiegen ist in das Match. Und das wird sich jetzt gleich noch relativ schnell füllen. Ich dachte zuerst, oh Gott, das wird eine blöde Runde. Wir machen den fertig, beziehungsweise müssen diese 7 Minuten ausspielen, weil wir niemals genug Kills kriegen werden in diesen 7 Minuten. Aber das Ganze war dann doch noch ein recht, recht gutes Matchup. Die Leute sind dann doch schnell noch reingekommen. Und ich glaube, dass ich euch hier mit diesem Video gut zeigen kann, wie man das Mida Multitool spielen kann und wie ich es spiele. Denn ich habe für mich herausgefunden, dass es zwei Arten gibt, die recht gut funktionieren. Entweder eine sehr defensive Variante, in der man wirklich, ja, ich will es nicht campen nennen, es ist ein strategisches Warten, ja, auf Mid- und Long Range wartet an den Ecken und schon mal vorzielt, so wie ich es jetzt hier tue, und so den Gegner schon direkt ins Visier nehmen kann, denn wir haben ja das Radar eingeblendet und da habe ich ein bisschen Pech, dass dann da hinten einer um die Ecke kommt, genau dann, wenn ich low bin. Und ja, jetzt wechsle ich dann doch auf das Mida-Mini-Werkzeug. Stimmt, das war die Runde. da hatte ich vergessen, die Pistole hatte ich nämlich vorher schon ausprobiert in der Runde davor und fand sie ganz gut und ja, habe mich dann aber dazu entschieden, dann doch wieder das Mida-Mini-Werkzeug zu spielen. Und wir sehen jetzt auch hier warum, weil es einfach gut funktioniert. Da hatte ich natürlich jetzt schlechte Karten gegen zwei oder glaube ich sogar drei Leute, aber den einen mindestens noch mitgenommen. Und ja, also wie gesagt, die beiden Tools funktionieren halt unheimlich gut, wenn man entweder ein bisschen warten spielt, dann mit dem Mida Multitool und das schon mal voraimt und ja, man das Radar ausnutzt. Das ist der eine große Vorteil, den diese Waffe hat. Und der zweite Vorteil, den beide Waffen dann haben, ist die Kombination aus der Geschwindigkeit, dass beide Waffen so unglaublich schnell sind. Und das ist dann den nächsten Vorteil, den man ausspielen kann, indem man halt über die Map flitzt. Und das werden wir, glaube ich, hier zum Ende dieses Matches noch sehen, dass ich relativ schnell, ihr seht das auch hier, welche unglaubliche Geschwindigkeit ich habe, werdet ihr noch sehen, wie schnell ich von Punkt zu Punkt komme und dadurch immer wieder Gegner von hinten überrasche. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke dieser Waffenkombination. Und die Waffen sind natürlich auch noch für sich unheimlich stark. Aber diese wahre Stärke spielt sich halt eben erst dann aus, wenn man es richtig in Anführungszeichen spielt. Und ja, da habe ich jetzt drei Gegner vor mir, entscheide mich dann doch dazu zu flüchten. Und auch dafür ist das Mida-Multiwerkzeug und seine kleine Schwester, das Mida-Mini-Tool, wirklich richtig gut, weil man einfach so schnell wegkommt von den Gegnern. Und ja, hier lasse ich mich jetzt ein auf das 2 gegen 1 und hole den zweiten dann auch noch, mein Teammate, fast auch noch, mein Teammate kann ihn dann holen, aber dann kommt noch der dritte um die Ecke und kann sich dann die ganzen Embleme sichern. Ich weiß nicht, ob wie viele, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, mit wie vielen, ob wir mit Plus rausgegangen sind aus diesem Kampf oder nicht. Da habe ich dann schon gemerkt, die Granate sitzt. Sehr schöner Kill hier, sehr schöne Granate. Ein bisschen glücklich auch, aber ich habe ihn ja oben am Radar gesehen. Also so viel Glück war da jetzt auch nicht bei. Die war schon so gewollt. Aber wie gesagt, die wahre Stärke, finde ich immer, zeigt sich, wenn man wirklich über die Map pusht. Hier habe ich ein bisschen Pech mit dem Aiming. Ein bisschen drüber gezogen und dadurch nicht alle Schüsse getroffen. Ansonsten hätte ich, glaube ich, da ganz klar die bessere Karte gezogen. Hier dann auch wieder dumm, da war ich dann auch wieder zu schnell unterwegs und laufe genau in die zwei rein. Das ist dann manchmal halt ein bisschen Pech. Ein 2 gegen 1 ist jetzt in Destiny 2 doch eindeutiger als das als 2 gegen 1 in Destiny 1. Da die Gegner einfach länger überleben, schafft man es in einem ganz klaren 2 gegen 1 eigentlich so gut wie nie, beide Spieler gleichzeitig auszuschalten. Ja, man muss bedenken, das ist auch so gewollt von Bungie, denn
Bei einem 2 gegen 1 hat man die Hälfte des Teams halb zerstört. Und hier seht ihr, wie ich ihm nachgehe, mit welcher Geschwindigkeit man die Spieler verfolgen kann. Und das ist dieser Fall, den ich meine. Hier kann ich mir die Spieler von der Seite holen, die gar nicht damit rechnen, dass ich von dieser Seite so angerusht komme, weil diese Waffen einfach so unglaublich schnell sind. Das ist diese Distanz, wo ich... Das ist jetzt genau diese Distanz, wo ich manchmal davon spreche, dass die Schwachstelle ist. Genau diese Distanz hier. Wenn man ein bisschen näher dran geht, ist die Maschinenpistole wieder sehr gut. Wie jetzt gerade bei diesem Kill. Aber ein Stückchen weiter hinten, 1, 2, 3 Meter weiter hinten, da finde ich, ist genau die Schwachstelle, die einzige Schwachstelle aus diesen beiden Kombinationen, weil die Maschinenpistole einfach noch ein bisschen zu weit weg ist und das Mida Multitool einfach irgendwie ein bisschen zu nah dran ist noch. Hier habe ich ein bisschen Pech irgendwie, warum ich ihn da nicht mit dem Nahkampf treffe bzw. besiege. Ist mir manchmal nicht so ganz klar, warum dann die Nahkampfangriffe irgendwie nicht funktionieren. Ich werde manchmal one-hitted, obwohl ich fast volle Energie habe und habe manchmal schon 2 Treffer auf den Gegner gelandet und bis er mich das erste Mal trifft. Und ja, das war ein bisschen dumm von mir gerade, muss ich sagen, dass ich da so reingesprungen bin. Schlechtes Movement, ich war da sehr leicht zu treffen für den Gegner. Aber ich wollte euch hier auch zeigen, wie man diese Waffe spielen kann. Und das ist jetzt, ja, so spiele ich es. Also so kann ich es nur empfehlen. Entweder ein bisschen wartend spielen und dann wirklich diesen Vorteil ausnutzen, dass man... Ja, das ist ein bisschen richtig dumm von mir jetzt hier. Aber ich kann ihn mir noch fernhalten. Entweder ein bisschen wartend spielen, dass man dann wirklich sich den Vorteil zunutze macht. Ich weiß nicht, wen ich da hinten vermute oder wen ich da gesehen habe. Was ich da gerade mache, ist mir auch nicht klar. Mit der Super, ich habe halt in Destiny 1 nie einen Warlock gespielt oder nicht viel. Deswegen die Super muss ich mir erstmal angewöhnen wieder. Beziehungsweise anlernen. Ich habe mir jetzt inzwischen beigebracht, diesen Self-Heal oft zu benutzen. Was ich anfangs auch nicht gemacht habe. Also so langsam lerne ich mit meiner Klasse umzugehen. Und lerne die Vorteile auch auszuspielen. Ja, und jetzt flitze ich wieder über die Karte. Ihr seht, wie schnell ich bin. Das ist wirklich, wirklich krass, wie schnell man über die Karte kommt mit dieser Waffenkombination. Und dadurch überrascht man halt die Gegner auch sehr oft von hinten. Hier haben wir gerade übrigens diesen Selfie gesehen, den ich eben angesprochen habe. Dadurch überrascht man halt unheimlich oft die Gegner von hinten, weil sie einfach nicht damit rechnen. Dass in einem Moment war halt hinter einem noch frei und im nächsten Moment stehe ich schon hinter ihnen mit dem Mida Mini-Tool oder... Vielleicht sogar mit dem Mida-Multi-Werkzeug. Und mach sie einfach weg. Schaut es euch an, wie schnell ich hier über die Karte flitze. Und der hier rechnet zum Beispiel gar nicht damit, weil er da hoch aimt und sieht, hat wahrscheinlich vor 5 Sekunden vorher noch gesehen, okay, es ist keiner in meiner Nähe. Ich habe ein bisschen Zeit, hier zu aimen. Und im Endeffekt hat er aber diese Zeit nicht. Hier liefere ich mir noch ein Battle, was ich dann verliere, aber gegen jemand anderen. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao, euer Silent. Headshot.